Den ersten Besuch ihrer Eltern empfingen sie, außer Antoine, ohne besondere Freude oder Erregung. Die Krankenschwester hatte gebeten, den ersten Besuch nicht allzu sehr auszudehnen. Die Eltern blieben nur eine Viertelstunde. Sie fühlten sich auch in dieser neuen Umgebung ihren Kindern gegenüber gehemmt, denn plötzlich spielten sie wegen ihres Unfalls die Rolle von Bevorzugten. Die Unterhaltungen waren ziemlich mühsam. Germain Buge hatte nicht dieses peinliche Gefühl an Antoines Bett, aber sie wagte nicht länger zu bleiben und ging mit den anderen fort. Die folgenden Tage wurden lebhafter. Die Verstauchungen und Verrenkungen taten nun viel weniger weh und an die eingegipsten Glieder brauchte man kaum noch zu denken. Die Unbeweglichkeit gestattete fast keine andere Abwechslung als zu lesen und zu plaudern. So redete man viel von der Expedition und jeder erlebte nochmals leidenschaftlich alle Gefahren. Bisweilen gab es heftige Auseinandersetzungen, die die Stimme der Krankenschwester kaum zu dämpfen vermochte. Was soll denn dieser Lärm? Also Schwester, es geht darum, wer schuld an dem Unfall war.